mein schönster Moment war, wo ich reingekommen bin und alle voll herzlich mit einem Lächeln mich empfangen haben. Und ich hatte einfach auf Anhieb ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich würde sagen, der schönste Moment im Paradies war der Tag, wo ich eingezogen bin, wo ich alle Leute kennengelernt habe. Das war also echt so ein Magic Moment. Die Cocktailpartys mit Paul, also es waren viel zu viele, um das auf einen zu beschränken. Mein schönster Moment war tatsächlich, dass ich nach Bachelor in Paradise jemanden gefunden habe, den ich genau verpasst habe. Ja, also Emanuel und ich, wir haben uns so gefunden nach Bachelor in Paradise und haben dann geschrieben, durch die Show aber eben auch. Ich bereue soweit eigentlich nichts. Vielleicht hätte ich in der einen oder anderen Situation andere Worte finden können. Es gibt nichts, was ich bereue. Ich habe alles so getan, weil ich es in dem Moment so gefühlt habe oder gewollt habe. Hätte ich gewusst, dass Jade Gefühle gehabt hat, dann wäre ich natürlich nicht so weit gegangen und dann wäre das Ganze auch nicht so gekommen. Schwer zu sagen. Ich hätte auf jeden Fall mehr offensiv sein können. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn ich das ein oder das andere Gespräch mehr geführt hätte, ich glaube, wahrscheinlich wäre es trotzdem eng gewesen. Nee, weil ich glaube, ich kann es eh nicht ändern und ich wäre wieder genauso dumm von daheim. Ja. Ich habe mich mit Max sehr gut verstanden. Wir haben ja auch am Anfang ein Bett geteilt. Ich habe mich am besten mit der Lara verstanden. Ja, da wären wir bei Shakira. Also ich finde sie wirklich super süß. Sie ist Fische, ich bin Stier, wir passen super zusammen. Ich fand Yannick am attraktivsten. Optisch fand ich auf den ersten Blick die Jade am attraktivsten. Dicht gefolgt von Shakira und Kiara. Für mich gesehen, mein Typ, es war, glaube ich, von den Frauen, die ich kennengelernt habe, war die Emily. Max und Michael, das sind safe so die Spitzenreiter, auf jeden Fall. Tatsächlich würde mich Dschungelcamp interessieren, Big Brother würde mich interessieren. Ja, Ex on the Beach oder sowas wahrscheinlich eher nicht, also ich hoffe es mal nicht, ne? Also ich finde zum Beispiel Promi Big Brother ganz cool, sowas wie Let's Dance und diese ganzen Shows. Und wenn es um Dating geht, würde ich sagen Ivy One. Boah, ich hätte glaube Bock auf Herausforderungen. Ich glaube Dschungelcamp wäre ganz nice. Sonst Promi Big Brother auf Platz 2, Platz 3 Are You The One. Gin Tonic. Munich Mule, glaube ich, oder Moskau Mule. Moskau Mule war es, ja. Espresso Martini, weil damit hat er mich besoffen gemacht und wach. Zum Schluss habe ich glaube ich nur Wodka und Eis getrunken. Laut, Party. Alkohol. Meine Zeit im Paradise kurz, knapp, aber dennoch abenteuerlich. Ich würde sagen, emotional, süffig und turbulent. Ja.